Ja, kaum zu glauben, es ist wirklich die Frau Bürgermeister. Ja, heute mal ein bisschen anders, als Clown verkleidet, ja. Kinderfreundefest, Kinderfest, eine tolle Sache da und wenn ich mir anschaue, volles Haus. Ein volles Haus, wir freuen uns. 2 Jahre Pause, die Kinder haben schon gefragt, wann gibt es wieder einen Kindermaskenball. Es freut uns ganz besonders, dass das heute wieder stattfinden kann und man sieht es an der ausgelassenen Stimmung. Und es ist ja ziemlich ein breites Programm heute, ne? Ja, es ist ein breites Programm. Wir haben Animation, es gibt Kindertombola, also alles, was das Herz begehrt. Wir haben frisches Popcorn, das ist der Renner des heutigen Tages. Ja, es riecht das ganze Haus nach Popcorn. Ja, ich rieche es auch jetzt. Nein, es macht viel Spaß und wir machen das schon über Jahre. Und ja, es zeigt ein bisschen die Erfolgsgeschichte der Kinderfreunde, ja. Ich musste mich schnell vorbeischleichen, weil da sind auch Krapfen gewesen und das ist momentan nicht so gut für mich. Krapfen gehören zum Fasching dazu und da muss ich mich auch bedanken beim örtlichen Bäcker, bei der Firma Müller-Gartner, die uns da immer jedes Jahr mit den Krapfen auch unterstützt und diese auch sponsert. Sollte man vielleicht auch an Kosten, ne? Ja, auf jeden Fall. Sie sind sehr zu empfehlen. Ja, dann wünschen wir noch einen schönen Nachmittag und alles Gute für die Kinder. Dankeschön. Danke.